Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play hier auf diesem, unserem Channel. Hier spricht wieder eure Eerie und wir spielen heute Blind Decay the Mare. Ich weiß nicht, worauf wir uns einlassen, aber ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit der Episode 1. Reaching Dreams, Träume erreichen, die Einrichtung, in der ich mich befinde. Ich bin hergekommen, um mein Leben zu ändern. Keine Drogen mehr, kein Elend mehr. Aber in der ersten Nacht ist etwas passiert. Träume und Halluzinationen, sie fühlen sich hier alle so real an. Ich glaube, jemand will mir schaden, während gleichzeitig jemand meine Hilfe sucht. Wer bist du? Wo bist du? Ich kann spüren, in der Nähe, wie du mich beobachtest. Hast du Schmerzen? Ich kann dir nicht trauen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich mir selber trauen kann. Es wäre einfacher aufzugeben. Es alles zu beenden, endlich. Und den Schmerz loszulassen. Okay. Was ist passiert in der ersten Nacht? Tutorial überspringen oder wir spielen es mal. Navigationssymbol. Bewege die Maus, um nach Gegenständen zu suchen. Ein Symbol erscheint, wenn ein Gegenstand entdeckt wurde. Klicke auf den Gegenstand. Das Fragezeichen-Symbol wird dir einen Hinweis geben, wenn du festhängst. Da. Du musst dich in diesem Raum weiter umschauen. Super schwieriges Tutorial. Okay. Da ist nichts drin. So, Lichtschalter geht nicht. Und ein Hund. Ich mag Hunde. So. Oh, lecker. Mir wurde gesagt, ich sollte die Medikamente nehmen, bevor ich ins Bett gehe. Oh. Nein, oder? Das ist jetzt wieder so eine Sache. Bildet er sich das ganze Zeug nur ein und es ist besser, sie zu nehmen? Oder wollen die uns hier irgendwas anhängen oder wollen die hier irgendwas mit uns anstellen? Dann wäre es natürlich besser, sie nicht zu nehmen. Uff. Oh Mann, nach 4 Minuten und 12 Sekunden schon so eine Entscheidung. Also ich tendiere ja eigentlich sehr zu Nein. Nein. Okay. Mehr scheint hier nicht zu sein. So gänzlich ohne Hintergrundmusik. Seltsam. Ah, sie ist verschlossen. Super. Sind wir also gleich in der geschlossenen Psychiatrie gelandet, wo man nachts eingesperrt wird. Also auch in den offenen Bereichen darf man nachts eigentlich nur mal kurz aufs Klo, wenn es kein Zimmer im Klo gibt. Kein, was? Wenn es kein Klo im Zimmer gibt, wollte ich sagen. Aber offensichtlich dürfen die hier nicht mal aufs Klo. Muss aus dem Fenster pinkeln oder so. Aber was ist hier noch? Hier ist kein Schlüssel. Müssen wir vielleicht die Medis nehmen und dann können wir raus? Hm. Ich
möchte diese Tabletten nicht nehmen. Möchte diesen Staubsauger nicht kaufen, bitte. Der Schrank ist leer. Sollen wir sie nehmen, oder, die Medis? Aber wieso sollte davon die Tür aufgehen? Fragen über Fragen. Was haben wir hier? Ah ja. Social. Oh Gott. okay. Ich musste jetzt vermutlich einfach mal nehmen. What is a friend? Was? Die Medis haben offensichtlich gewirkt. Ist aber immer noch Nacht. Ah, jetzt ist offen. Okay. Eine Einzimmerwohnung mit Käfig. What the hell? Super. What the hell? Zu. Okay. Angst? Da ist irgendwas. Ah, okay. Hineingehen. Oh Gott. Ja, warum nicht? Time is an illusion. Das habe ich schon öfter gehört, ja. Ups! Ich habe mich gerade erschreckt. Ich weiß, ich bin ein Weichei. Was zur Hölle geht hier vor? Was war das gerade? Was haben die dir gegeben, Typ? Hast du das schon länger? Ich kann... Ach so, da kann ich lang. Da können wir lang. Ich bin heute wieder sehr ich-bezogen. Wir gehen da natürlich lang. Oh, they are watching us. Das alle sehende Auge. Nein, da fehlt das Dreieck. Aber trotzdem. Was ist das da? Ja, ist schon in Ordnung. Geh wieder. Geh wieder raus da. TF, wieso lassen die uns in die Richtung entkommen? Was ist denn das für ein komisches... Was ist denn das für eine Logik? Ich will da nicht dran ziehen. Na gut. Griff benutzen. Okay. Geht es nur mir so, oder? Ich muss gerade irgendwie an Stairs denken. So von der Aufmachung des Kellers hier. Da ist was neben dem Ventilator. Und so ein bisschen was von Silent Hill hat's auch. Ja, ich sehe es, aber wir kommen da nicht dran, leider. Können wir eigentlich, wenn wir jetzt in die Richtung gehen? Ja, da ist nochmal was. Achso, da kommen wir her. Okay, warum nicht? Ist das hier creepy? Da ist Blut auf dem Schloss. Natürlich ist es das. Okay, B.
Bücherregal ist nichts. Da kommen wir wieder hierher. Dreh dich mal um. Jetzt gehen wir mal die Treppe runter. Oh, bin ich die Einzige, die da nicht runter will? Ich glaube, ich mache gleich die Facecam an, hey. Ich glaube, hier kommen bald Schockeffekte auf mich zu. Ich hasse Schockeffekte und gleichzeitig liebe ich sie. Zeichnung aufheben. Na, aufheben natürlich. Dieses Symbol erscheint, wenn sich Gegenstände im Inventar befinden. Untersuchen. Nee, Knut, Krut, Zieh, Beil. Der Junge weint. Die Männer beobachten uns. Was? Okay. Heißt es nicht eher, die Jugend weint? Ist ja egal. Die Jungen weinen. So. Ach so, die Junge, nicht der Junge. Ist ja auch egal. Oh Gott, wirklich? Ja, das würde ich allerdings auch nicht machen. Es ist zu dunkel, da krieche ich auf keinen Fall rein. Würde ich auch nicht machen. Niemals, niemals. Da hätte ich viel zu viel Platzangst. Ohne Witz. Ich würde da nicht mal einen Arm reintun. Geschweige denn den Rest von mir. Da war gerade jemand. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Hallo? Who are you? Ist schon mal recht zumute, wenn ihr wisst, was ich meine. Mal Licht. Warum macht er kein Licht an, der Depp? Hallo. Wie geht's euch so? Lass mal nochmal die Augen anschauen. Oh. Eine Liste von Namen. Mein Name steht ganz unten. Nicholas Jansen, Kevin Auderson, Jerry Williams, Robert Terris, Joseph Cottons, Ronald Allen, Anthony White, Stephen Moore, David Hill, Carl Nelson, George Jaredson. Sind das vielleicht die Credits? David Hill, George Jaredson, Jeff Walker, Hale Brown, Christian Seberg und Sam Eldridge? Eldridge? Also wir heißen auf jeden Fall Sam. Okay, wir sind der Sam. Hoffentlich ist Dean auch da. Wer Supernatural kennt, wenn Sam und Dean da sind, Sam und Dean da sind, braucht man keine Polizei, keine Feuerwehr, keinen Krankenwagen. Ich kann die Augen nicht mehr anschauen. Seltsam. Wo ging es jetzt dahin? Ich bin verwirrt. Hä? Ich komme gerade mit der Karte nicht so klar. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Das ist ganz normal. Das machen meine Bilder hier im Haus auch, in meiner Wohnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Was? Was ist denn das? Da mauert einer eine Mauer über der Mauer. Hallo? Oh Gott. Ich weiß nicht, warum ich so nervös bin, aber die Atmosphäre von dem Spiel ist schon mitreißend. Hier ist gar nichts. Das gibt's doch nicht. Nothing. Was war das jetzt? War da gerade was? Ich sehe schon Gespenster. Achso, das war die Mauer. Was ist das? Oh, ein Teddy! Ein Teddybär! Oh, nimm den mit! Der will hier nicht alleine rumliegen. Würde ich auch nicht wollen. Gott, was ist das hier? Freunde, jetzt mal im Ernst.
Das hier war doch vorhin die Tür zu diesem Heizungsraum. Hier... Ohne Scheiß, hier war vorher ein anderer Raum. Ich bild mir das nicht ein, dem war wirklich so. Denn wenn wir jetzt geradeaus gehen, ist links die verschlossene Tür. Aufkleber von Hundeköpfen auf der Tür. Vorhin war da Blut am Schloss. Hundeköpfe, sagt mir jetzt gar nichts. Freunde, dieses Spiel ist richtig gut. Es gefällt mir total. Oh, was war denn das für ein Foto? Ja, Moment mal, und hier sind wir hergekommen. Hier, was? Ist das jetzt euer Ernst? Wir kommen nicht mehr zurück. Wir sind doch von hier gekommen. Was? Von da. Da sind wir hergekommen. Da war dieses Zeit ist eine Illusion auf der Tür gestanden. Auf der Rückseite natürlich. Was ist hier los? Da geht's in den Raum. Hier geht's zu der komischen Mauer. Was? Ich meine, ist ja nicht so, dass wir irgendwie... Warte mal. Wieso können... Ach so. Ich wollte gerade fragen, warum der die Glühbirne nicht nehmen kann. Aber ganz einfach, weil die uns ohne Stromanschluss nichts bringt. Deshalb. Okay. Jetzt nochmal. Was war hier unten? Ich bin voll verwirrt. Hier waren wir doch noch gar nicht. Holzgriff. Was? Hallo? Wer bist denn du? Untersuchen. Oh. Ich hätte gerne eine Taschenlampe. Das ist wieder er. Um ihn rum ist sonst nichts. Ich muss gleich mal in der Aufnahme, nach der Aufnahme mal schauen, bevor ich die nächste Aufnahme starte, ob alles gut läuft, der Ton passt. Tori war's hier schon wieder. Tori war hier. Das hatten wir im Intro auch mal kurz gesehen. Tori war hier. Und sonst? Eine Miezekatze im Bettchen und zwei Leute in dem Boot. Das Ding schon wieder. Ich werde noch bekloppt. Nimm das halt mal mit, Typ. Was ist denn das? Okay. Schmettergage. Kennt das jemand? Den Maulwurf, der immer Schmettergage und Froschen sagt? Ein roter Schmetterling, er ist schön. Sie lässt sich nicht öffnen. Wahrscheinlich, weil der dicke, fette Schmetterling da drauf sitzt. Der überlastet die Türscharniere. Da kommen wir her. Okay, wieder umdrehen. Und schauen wir mal da lang. Klemmt! Sie klemmt. Okay. Nein! Okay, das ist auch gut. Nein. Okay. Was soll der Schmetterling da? Und wieso sind die Poster alle zerkratzt? Das ist unheimlich. Wissen das die Entwickler nicht, dass die mir damit Angst machen? Böse Entwickler. Dicker Schmetterling, geh da mal runter. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt wieder in einen anderen Raum kommen, wenn wir zurückgehen.
Alles cool. Alles cool. Okay. Jetzt sind wir wieder hier, wo vorher die Augen waren, die jetzt weg sind. Oder nee, wir brauchen irgendwie eine Taschenlampe oder sowas. Hundeköpfe. Okay. Auch nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Holzgriff zum Türenöffnen gedacht ist. Kannst du den vielleicht da reinpopeln? Nein. Dunkel, krieche nicht rein. Tja. Freunde? Wir sind bei 21 Minuten, die Folge ist eh zu Ende. Ich schaue mich noch ein bisschen um und wenn ich einen Weg gefunden habe, wo es weitergeht, hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. Beziehungsweise für euch bis zur nächsten Folge. Ciao.